die dynamische Layout-Anpassung. Als Beispiel einer Umsetzung für einen Kunden dient die dynamische Layout-Vererbung. Als erster Schritt wird das Layout in der Mastersprache finalisiert und in den MAM-Bereich des PIMS hochgeladen. Dieses Dokument wird als Master markiert bzw. definiert. Im Anschluss werden daraus die gewünschten Sprachvarianten generiert. In die jeweilige Sprachvariante wird dann die Übersetzung geladen. Wie es auch in der tatsächlichen Anwendung oft der Fall ist, wurden während der Sprachanpassung in der Variante auch im Master Änderungen vorgenommen. Damit die Geometrie, also nicht der Text- oder Bildinhalt eines Rahmens, in der Sprachvariante angeglichen werden kann, wird eine Synchronisation ausgelöst. Diese überträgt die Änderungen vom Masterdokument in die jeweilige Sprachvariante. Thank you.